Hallo Leute, ich freue mich, dass ihr wieder zuschaut. Heute präsentieren wir euch ein Set von G-Star, und zwar das P515 ohne Minifiguren. Es beinhaltet 377 Teile und kostet 16 Euro. In einem richtig schicken Karton. Das Bild ist von uns. Ja, weil die haben die Figuren rausgemacht und dann in so lustigen Möchtegern. Ja, weil auf der Verpackung ist halt auch das Bild drauf und deswegen, es darf ja dann auch keine Werbung gemacht werden. Na, warum ist der offen? Keine Ahnung. Da bin ich recht offen. Ja, Leute, das ist ein Fliegrum. Ja. Mustang P51. Ich dachte immer, ein Mustang hätte vier Räder. Nicht immer. Und steht nicht bei mir in der Garage. Oh, Menno. Gibt auch Mustangs mit vier Hufen. Echt? Ich. Das sind die analogen Mustangs, ja? Genau. Na? Der Stickerbogen. Ui. Das scheinen richtige Decals zu sein. Ja, hier von Airfix oder so. Schöne Aufkleber. Vier Stück an der Zahl. Ich weiß, wo die Figuren drin waren. Echt? Cool. Leichenteile drin? Habe ich mir nicht geguckt. So, dann schneiden wir das da mal auf. Ja, dann lass mal Schüssel drüber wachsen und behalte dich wieder alle für dich alleine. Ich muss sogar Tüten drüber wachsen. Teile. Die Tüten knistern nicht so, das ist gut. Ja. Ich mag das Geknister nicht so. Das ist so abartig. Das schütten wir mal zusammen. Ja. Weil mehr Spaß. Das hat mit mehr Spaß nichts zu tun, aber drei Teile in einer Tüte. Hallo. So, und dann haben wir hier noch eine. Nein, zwei. Zwei Tüten. Ich glaube, die brauchen wir da. Brauchen wir keine Schüssel. So. Das Cockpit will ich als erstes haben. Zwei große Kratzer drauf. Mal sehen, vielleicht kann man es ja sehen. Ich sag nur eins, so gehen Fliesen. Wohin? Wohin gehen die Fliesen? Das will gleich wegwerfen. Ich muss erstmal zusehen, ob er. Da seht ihr oben links den Riesenkratzer. Der geht halb über die komplette Kanzel. Ansonsten ist es in Ordnung. Wenn der nicht wäre, hätten wir schon die ersten Superpunkte. Was ist mit den Fliesen? Guckst du dir an, die sind super. Sind super. Die sind super. Das wäre ich gerne. Die haben nämlich keine spiegelnde Oberfläche, sondern eine graue, eine matte. Und dadurch
keine großartigen Kratzer drin. Ja, ich meine, diese. Ich habe manchmal das Gefühl, da kommt eine Lackschicht drum drauf. Da ist auch irgendeine härtende Schicht drauf, ja. Und dadurch sind dann diese vielen Kratzer, wenn die nicht hart genug ist. So. Kannst du mir ein paar Kratzer geben? Ich such's so. Ey, Alter, das ist nur die... Null Kratzer. Wo gibt's denn sowas? Ey, was ist das für eine Qualität? Das habe ich ja noch nie gesehen. Matt, noch nicht mal Mikrokratzer. Also, Leute, es geht auch anders. Die Steine sind sogar besser wie die aus Dänemark. Ich bin begeistert. Jetzt kommt es noch drauf an, wie dir. Jetzt die Klemmkraft noch. Ey, Alter. Dass ich das noch erleben darf. Oh, ich habe einen Kratzer. Du hast einen Kratzer? Oh, du musst aber hallo. Ja, dann. Hau rein! Dankeschön. Was heißt denn, der Schrank ist schön? Das weiß ich auch so. Hier wird ja ordentlich reingelost. Ja, dann mach mal. Wenn die großen Teile erstmal rausschmeißen, dann ist hier ein bisschen Platz mit. Bitte. Thank you.
So, kommen wir zum Fazit. Hier sind die Leichenteile von der Figur. Die wurde rausgenommen, der Kopf. Alles andere ist da. Wahrscheinlich für die Leute aus Dänemark der Stein des Anstoßes. Die Aufkleber machen wir normal nicht drauf. Dann haben wir hier die Reste, und zwar diese beiden Steine. Den habe ich extra versteckt, weil dazu wird er noch etwas sagen. So, vorneweg. Ein schönes Modell. Zum Spielen weniger geeignet. Soweit wie ich das gehört habe, eine Wahnsinnsklemmkraft. So, das war es jetzt von mir. Achso, ja. Trotzdem keine Kratzer. Nur auf der Haube ist einer. So, dann werde ich das Ganze mal weitergeben. So, tolle Klemmkraft, wie gesagt. Nur nicht da, wo man sie braucht. Das Ding, das ist einfach nur auf zwei Noppen hinten der komplette Bereich der Rote hier festgemacht. Das heißt, wenn ich es da dran hochhebe, würde ich es gleich liegen. Hier vorne, der ganze Rumpf, der ist wunderbar stabil. Auch die Flügel. Das hier habe ich schon verstärkt mit zwei übrig gebliebenen Teilen, weil es ansonsten hier rumflappern würde, wie sonst noch was. Wenn ich jetzt das eine hier wegnehme, dann bricht wahrscheinlich der ganze Mist gleich zusammen. Die Flügelspitze ist eine komplette Fehlkonstruktion. Und hier gehört eigentlich noch der eine unten drunter. Dann kommt da nämlich eine Blade weiter raus. Aber es war nur einer davon da und würden für jede Seite einer gebraucht. Das heißt, ein Fehlteil gibt es und das war's. Und die drei Räder hier unten, die sind auch sowas von wackelig, egal wenn man es hinstellt. Man muss schon wirklich es richtig ausbalancieren, damit es... Fehlt eine andere Seite. Vorsichtig hinstellen. Und hoffen, dass es nicht umknickt. So. Ja, was ist mit Anleitung? Anleitung ist sehr kleinteilig. Gerade der hinten, der Bereich hier drüben, der ist total bescheiden erklärt. Da sieht man, dass Teile übereinander gesteckt werden sollen. Es sieht aber so aus, als würden sie an eine andere Position gesteckt werden. Auf der letzten Bauabschnittsseite. Ansonsten bin ich damit recht gut zurechtgekommen. Also ein Spielmodell? Nee, kein Spielmodell, ja, auf gar keinen Fall. Das ist ein ganz Standmodell, was man sich hinstellt und nie wieder anfasst. Am besten eine Vitrine, damit es nicht verstaubt und man sich oft, so oft abstauben muss. Auch wenn die Fliesenqualität und alles wunderbar ist, auch die Klemmkraft ist super. Die Flügelspitzen und hinten das Zelt nur bedingt. Ja, gut, okay. Das hier mit der wackeligen Dings, das sehe ich hier auch. Das ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Also mit einem Wort ein bisschen austarieren, hinstellen und wegrennen. Genau. Okay. Aber langsam. Ist unser erstes Flugzeug, das wir aus Klemmbaustein bauen. Wird vielleicht nicht das letzte sein, denn von Kobi gibt es einige. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonniert uns. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen dazu habt, dann schreibt uns in die Kommentare. Dieses eine Teil, was da fehlt, das ist mir zu dumm, das bei Bluebricks zu monieren. Denn wir haben den Flieger über Bluebricks gekauft. Ansonsten die Steinqualität super. Und herrlich, keine Kratzer drauf, bis auf das Cockpit kann eben halt vorkommen.
Also gerade als Ersatzteillager ist das Ding richtig gut. Weil halt wirklich fantastische Steine. So, das war's im Großen und Ganzen. Wir wünschen euch einen angenehmen Tag und verabschieden uns mit Tschö. Ciao.